Ja, in den letzten Jahrzehnten konnte ich es eigentlich nie weit genug haben. Immer von Düsseldorf aus, möglichst weit weg. Nach China, Südamerika, Polarkreis. Und jetzt, die letzten anderthalb Jahre, habe ich mich mit meiner Heimat beschäftigt, mit meiner Region. Nordrhein-Westfalen. Also von unserer Religion aus geht man davon aus, dass Brahma die Welt erschaffen hat. Und ehrlich zu sein, glaube ich auch daran. Es gibt auch viele wissenschaftliche Theorien und ich weiß nicht, ob das alles so, ich weiß nicht. Also ich glaube wirklich daran, dass es einen Gott gibt und deswegen beten wir auch jeden Tag und ja. Es gibt viele Rituale, viele Regeln, die man einhalten muss, vor allem als Priesters Tochter, da sind die Regeln noch mal strenger gezogen. Ja, da muss man erstmal zurechtkommen, aber wenn man älter wird, dann versteht man das auch und dann wird das auch eigentlich ganz einfach, mit beiden Kulturen aufzuwachsen. Wenn ich zuerst gehe, passt es doch. Jetzt wohne ich seit 17 Jahren in dieser Stadt und in dieser Zeit ist Köln meine Heimat geworden, mein Zuhause. Natürlich sozusagen ist immer noch Schwaben im Hinterkopf, aber da kenne ich mittlerweile fast niemand. Und Heimat ist ja auch da, wo man vernetzt ist, wo man Freunde hat, wo man Traditionen entwickelt hat. Und durch die enge Verbindung mit dem Dom bin ich natürlich ins Herz dieser Stadt gewachsen. Deshalb ist Heimat für mich mittlerweile Köln geworden. Ich glaube, um den Zustand der Welt zu verbessern und das im Kleinen und im Großen, müsste man die persönlichen Eitelkeiten etwas zurückstellen und viel mehr miteinander reden. Ja, ich mache das eigentlich so, wie ich es immer mache. Wenn ich ein Projekt angehe oder wenn ich in ein Land komme, ich recherchiere erstmal, ich lese viel, informiere mich darüber, was so passiert ist, Historie. Dann fahre ich zu vielen Orten, schaue mir die Orte an und überlege mir, was zueinander passt. Ja, die Briten, die betreiben noch den Truppenübungsplatz in der Senne.
wunderbares Gelände. Ökologisches Kleinod. Klar, auf dem Truppenübungsplatz durften halt nur Soldaten. Und die Briten haben 1946 haben die NRW gegründet. Mit der Militärverordnung 46 kann auch sagen Operation Marriage. Man wollte Fakten schaffen, das Ruhrgebiet sichern vor dem Zugriff der Sowjets und der Franzosen. Und das ist unheimlich easy und cool, mit den Briten zu arbeiten. Wir konnten quasi die Aufnahmen von einem Tag auf den anderen realisieren. Es hätte bei der Bundeswehr monatelange Genehmigungswege bedurft. Und wir haben den Briten ja auch unsere Pressefreiheit hier in NRW zu verdanken. Ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Wird geboren und stirbt und man wird von den Würmern gefressen. Und dann danach kommt, ich hoffe ja immer noch fast als ein anderes Lebewesen oder das Gleiche und zum besseren Menschen oder so. Oder zum besseren Tier oder sowas. Aber ich glaube nicht daran. Horst, hier. Schalke-Fan. Ja, hier. Und ich bin Arminia. Arminia. Ja, mein Freund auch. Arminia ist auch gut. Ja, heute war ich sehr glücklich über die Aktion hier. Also mit dem Roten Coach, mit den Fotos. Das fand ich heute sehr spannend. Meine große Wunsch ist, einmal mit einem Star auf der Bühne zu stehen und zusammen singen. Ja, ist doch so einfach. So nach vorne. Nach vorne getragen, damit die Fußspuren hinter der Couch sind und nicht neben der Couch. Okay, kurz die Couch wegkippen und dann wieder die Schlitten. Die Scheiße. Gut. So, wir stellen jetzt dahin. Okay, dann drückst du ein bisschen, hältst die Ecke. Und ich ziehe den Rest. Ganz langsam machen wir das, ganz langsam. Über 1000 Meter fahren wir runter an den Abbau. Seit 2 Jahren möchte ich das Bild schon machen. Und heute soll es stattfinden. Ich
hoffe, wir haben auch ein bisschen Glück, weil es doch ziemlich viele. Es kann ziemlich viel eintreten, was uns Probleme macht. Italien gedruckt in einer der besten Fotokunstdruckereien der Welt, Printa Trento. Und das ist schon ein Unterschied zu allem, was ich früher hatte. Das ist eine tolle Qualität. Ja, jetzt nach über einem Jahr, nach 50.000 Kilometern, nach 100 Themen, Orten, Protagonisten, NRW ist die ganze Welt. Die ganze Welt spiegelt sich in diesem kleinen Flecken auf der Landkarte. Also. Ja.